wurde die Effektivität von Schulschließung modelliert. Publikation, Achtung, bezieht sich aber auf Influenza. Vielleicht erkennen Sie bereits den Widerspruch. Corona, und das bestätigte sich in den kommenden Monaten, war für Kinder eben weniger gefährlich als Influenza, der Besuch im Schwimmbad oder den Straßenverkehr. April 2020, also nach den ersten Schulschließungen, wird in den RKI-Protokollen eine Übersichtsarbeit zitiert. Zitat: Schulschließungen haben vermutlich keinen großen Einfluss auf die Kontrolle der Epidemie gehabt.